Es geht darum, das hat die Regierung Freitag, also gestern Abend, beschlossen, dass wenn die Zahlen jetzt weiter nach oben steigen, dass die Intensivstationen, haben wir zum Beispiel 25% Belegung, also dass so viele Menschen in den Intensivstationen sind, dann kommt die 2G-Regelung. Und wenn die Zahlen noch weiter steigen, also auf über 30%, dann könnte es einen Lockdown für Ungeimpfte geben. Also, was sagen Sie dazu? Ich bin eigentlich dagegen. Ich glaube, diese Lockdowns sind zu viel politisch und es geht nicht darum, über die Nummern zu, also vielleicht am Anfang hat es, aber jetzt ist es ein bisschen zu politisch. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob diese Ungeimpfte sind in Lockdown oder nicht. Ich glaube, die Zahlen werden sowieso steigen, weil diese können ja in die Office gehen oder wo auch immer, Supermärkte, wo eigentlich die meisten Menschen sind. Und, ja. Also die können nicht abgeschlossen von Billa sein oder sowas. Also ja, ich bin dagegen. Grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, aber wer soll das kontrollieren, denke ich. Ja, also die Entscheidung, sich zu impfen oder nicht, liegt an jedem. Ja? Also ich glaube, dass die Leute, die haben sich entschieden, nicht zu impfen, müssen auch die Konsequenzen tragen. Ja? Es konnte doch sein. Aber wir wissen auch, dass auch schon die Geimpften können krank sein, ja? Und können auch den Virus weiterleiten. Ja? Also das ist eine große Frage. Vielleicht besser auf die Leute, die kennen sich aus, viel besser als ich. Ja? Ist doch das Gleiche wie voriges Jahr. Man darf spazieren gehen, man darf sich die Füße vertreten für die Gesundheit, man darf arbeiten gehen, was man tut. Ja. Es ändert sich im Prinzip nicht viel, außer dass ich mich eingeengt, beschränkt und fürchterlich frustriert bin. Und mein Blutdruck steigt ständig. Ich wäre schon krank wirklich von dem allein, wenn ich mir das anhören muss. Was da mit den Leuten passiert, die Kinder, ständig Lollipop, sonst was, diese komischen Dinger gurgeln, das kann doch nicht gesund sein, oder? Nein. Abgesehen von der Spritze. Da könnte man so viel reden drüber. Und, Wodak, fake. Professor Bhakti, fake. Alle gescheite Hirne werden als fake gestellt und alles, das ganze Apparatur, die gelbe Presse, wie die heißt, alle miteinander, das wird geprägt von Orf ständig. Also das ist lächerlich einfach, was gestern da weiter brutal. Gestern die Pressekonferenz. Ich schaue mir fast nichts mehr an. Gestern musste ich einfach. Aber wenn ich den Schallenberg dort sehe und den Mückstein, die dort sagen, das einzige Wahre notwendig ist, impfen. Randy Wagner. Ja, die Spritzen. Ich bin Sozialdemokrat, aber da kann ich überhaupt nicht mehr mitgehen. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, wenn ein Lockdown kommt für Ungeimpfte, wer soll das kontrollieren oder wie soll man das kontrollieren? Ja. Finden Sie das auch? Ja, glaube ich, wie kann man das kontrollieren? Ja, ich glaube, es gibt keinen Gesetz, das zu prüfen. Ja, so kann man das zeigen, freiwillig, ja, oder von etwas dann verzichten, ja, aber dann, also das ist ganz, ganz schwierige Frage, ja. Naja, glaube ich, nicht der Richtige, der für das zuständig ist, aber ich denke mal, wenn es nicht kontrolliert wird, und das weiß ja jeder, wenn man ins Gasthaus geht oder in die Gastronomie, jetzt wird sicher mehr kontrolliert, aber regelmäßig wird auch in manchen Gasthäusern nicht kontrolliert. Und solange das nicht stattfindet, wird es ja nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Und viele Experten oder auch Kritiker sagen, dass das so ein Schritt ist, dass man 2G macht, dass man Lockdown machen könnte für Ungeimpfte, dass man die Leute zwingt, so eine Impfung zu machen. Okay. Sehen Sie das auch so? Ich glaube, die Menschen sollten nicht gezwungen, geimpft zu werden. Ich glaube, Impfungen soll eine Wahl sein. Also das ist eine menschliche Freiheit. Wenn du denkst, eine Impfung dir hilft, dann sollst du diese nehmen. Wenn du denkst, es ist zu neu oder keine Recherche gibt, dann solltest du nichts nehmen. Und ich glaube, wenn die Stadt zwingt Leute, das anzunehmen, das ist nicht gut. Also vielleicht vor Corona ist okay, aber in die Zukunft, die Stadt sollte nicht zwingen, die Leute etwas zu machen. Das ist nicht Freiheit. Das ist nicht gut. Vielleicht zu pushen ein bisschen doch, aber es geht um Gesundheit von allen, ja. Und wenn jemand entscheidet, sich nicht zu impfen, muss auch die Konsequenzen
tragen, ja, wie schon gesagt. Ja. Nein, das ist jammern auf hohem Niveau. Glaube ich nicht, dass da zu viel Druck ist. Ist ja nichts dabei, wenn man sich impfen lässt. Können Sie das dann nachvollziehen, dass viele Ungeimpfte sich da ungerecht behandelt fühlen? Ja, natürlich. Das hat ja einen Grund, dass sie sich nicht impfen lassen. Die haben Angst vor der Impfung und wollen das und verstehen das und sehen das nicht ein. Und natürlich fühlt man sich dann nicht gerecht behandelt. Sehe ich völlig ein, aber ist, glaube ich, trotzdem nicht der richtige Weg. Es gibt so viele verschiedene Meinungen, ob das gut oder nicht gut ist. Ja? Und es gibt auch viele Konsequenzen von Impfungen, die wir jetzt nicht wissen oder nicht wissen können. Ja? Also ich kann auch verstehen, dass die Leute können sich entscheiden, nicht zu impfen. Nur dann geht es um Konsequenzen. Ja? Ja. Weil ich diese Impfung einfach, für mich bedeutet das eine Giftspritze, weil die einfach keine normale Impfung mehr ist. Mit Zwang, um Hintertür. Ja, und mit Zwang natürlich. Ich will mir was spritzen lassen, weil ich überzeugt bin, dass es für mich gesund ist. Ja? Und das ist sicher nicht gesund. Wir ernähren uns, wir gehen weit spazieren, wir sind